Wir sind in Dollet und hier finde ich es ganz doll nett. Und deswegen wollen wir jetzt Kartenregeln ein bisschen umändern bei Let's Play Final Fantasy 8. Wichtig ist ein schönes, frisch gestartetes Spiel und dann mit der Dame hier einmal reden. Deine Regeln sind aber ungeläufig. Können wir ja vielleicht unsere Regeln mit deinen Galbadia-Regeln vermischen? Und wichtig ist dabei, die Galbadia-Regeln hierhin herzutragen. Wir haben ja damals gegen Watz gespielt und deswegen tragen wir die immer noch unter uns. Aber nein, wir wollen jetzt gerade nicht spielen. Und dann wollen wir immer noch nicht spielen. Aber jetzt wollen wir spielen. Dreimal ansprechen, wenn man einmal raus und reingelaufen ist. Das hören wir direkt auf. Und dadurch hat sich jetzt die Open-Regel verbreitet. Das ist ein bisschen schade. Dass nicht das ganz Tolle passiert ist. Was ja auch passieren könnte, wäre, dass auch Random Hand quasi ausgetauscht wird. Random Hand ist voller Kack, weil, gerade in diesem Zusammenhang, weil unsere Hand wird aus dem kompletten Kartenpool komplett random zusammengestellt. Das heißt, wir können keine tollen Karten direkt aussuchen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, das loszuwerden, aber dafür muss ich quasi nochmal zurück nach Galbadia, beziehungsweise nach Timber. Muss dort die Regeln aufnehmen und nochmal zurückkommen und dasselbe gleich nochmal machen. Aber vorher wollen wir uns von unseren Reisestrapazen ein bisschen erholen und deswegen übernachten wir. Wirklich herzlichen Dank, unser grandioses Personal führt Sie zu Ihrem Zimmer. Hoffentlich haben wir ein gescheites Zimmer. Oh ja, ein Zimmer mit Leselampe und einer neuen tollen Timber Maniacs. Genau deswegen sind wir hierher gekommen. Jetzt können wir wieder abhauen. Gepennt haben wir nämlich schon. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Sie das nächste Mal. Naja, 100 Gil für eine Nacht. Ich hab schon teurer übernachtet. Nur Angehörige der Galbadia-Truppen haben mir Zutritt. Ich bin Angehöriger. Das ist langweilig. Ups. Angehörigen eingetreten. Krampf im Bein. Es ist die Gelegenheit. Stürmen. Okay. Allzu viel bringen tut uns das nichts, hier nochmal lang zu gucken. Aber ich werde den Rückweg dann entsprechend auf mich nehmen und den Rückweg nach Galbadia dann entsprechend antreten. Dieser random Gegner war übrigens ein galbadianischer Soldat. Es ist also mitnichten so, dass sich diese herzallerliebsten, tollen Liebemänner wieder zurück nach Hause verzogen haben. Nein, sie machen das hier immer noch breit. Und trotzdem trauen sich die Dolletter nicht, gegen sie anzutreten. Ja, dürft ihr nicht rein. Wusstet ihr das nicht? Wir wollen kämpfen. Ja, wir wollen kämpfen. Aha. Kommt, Speed One. Oh fuck, es ist wieder da. Es war wieder da. War? Was zum? Naja, da weiß, was gut für ihn ist. Warte einen Augenblick, als nächstes kommt. Und los, Sharp Two. Warum kriegen wir nur solche Schrottwaffen? Ihr verdammten Hunde, das werdet ihr bereuen. Nein, das war ein Scherz. Vergesst es einfach. Scheiße, selbst in der Zukunft funktioniert nichts. Ja, wie gesagt, sie hauen lieber hier irgendwie drei von diesen Spinnenviechern hin, die bestimmt ganz, ganz billig in der Produktion waren. Und kaufen einfach nicht den Turm. Ja, den Turm kaufen, das wär's doch. So, ich werde jetzt zurück nach Galbadia, nach Timber laufen. Und mich dieser Schlangen hier annehmen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich versuche, die Regeln wieder entsprechend zu verbreiten. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Einfach über den Schienen folgen und nicht der Monorail. Wir können jetzt sogar wieder in diese Stadt hier rein. Wollen wir aber erstmal noch nicht. Wir wollen jetzt die Regeln Galbadias wieder haben. Und dazu müssen wir den Typen hier jetzt erstmal, also zumindest eine Person hier herausfordern, die Karten spielen möchte. Dabei wird es jetzt erstmal versuchen, die alten Regeln von Dollet, die wir jetzt haben, mit den Galbadianischen zu vermischen. Das bedeutet, wir tragen die Regeln von Gollet, nicht Gollum, die Regeln von Gollum. Mein Schatz, wer den hat, der ist der Sieger. Nein, also wir müssen so lange ihn anreden, hier herausfordern, bis er aufhört, andauernd die Regeln vermischen zu wollen. Hör auf, nicht misch. Nein, nix misch. Und ich darf hier nicht den Fehler machen, auf Ja zu klicken, weil das wäre tödlich. Wir können nämlich dadurch ungeliebte Regeln, die wir jetzt aus Dollet quasi noch zu importieren versuchen, mitnehmen. Nein, immer noch nicht. Ich glaube, es ist irgendwie immer random, wie oft der... Oh, Moment. Jawohl, jetzt sagt das nicht mehr. Jetzt tragen wir die Regeln von Galbadia.
Geh jetzt einfach mal hier rein. Ihr seht, diese Regeln tragen wir jetzt. Und wenn ich jetzt aufhöre, dann verteilt sich nichts. Sehr gut. Keine Viren, keine anderen ungewollten Sachen. Ich könnte jetzt hier ins Timber Hotel. Könnte dort pennen und könnte dort... Na, ich könnte es machen, aber das machen wir ein andermal. Weil sonst wird die Folge zu lang werden. So, dieser Typ hier, der auf Renoir steht. Renoir, ja, da, die, da, du, nimm das, das bitte mit und tschüss. Er steckt ihr quasi eine Potion zwischen die großen Löcher in ihren Taschen. Und der ist jedes Mal wieder da. Und wir können jedes Mal wieder eine kostenfreie Potion mitnehmen. So, der Grund, weswegen ich hier reingegangen bin, ist der Typ hier. Ich will später mal ein rasender Journalist werden, aber zurzeit will niemand meine Artikel nehmen. Soll ich es lieber aufgeben? Auf keinen Fall! Ja, stimmt, man soll nicht aufgeben. Und da wir auch nicht aufgeben, geben wir es auf, hier zu sein und gehen jetzt wieder zurück. Nämlich, wenn man ihm jetzt an dieser Stelle den Krams sagt, dann ist er... Würden wir später ein Item kriegen. So, ich pfeife auf die Potion da vorne und werde mich jetzt wieder zurück auf den Weg machen nach Dolle. Deswegen bis nachher. So, da bin ich wieder, meine Lieben. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass ich laufen musste. Den Grund, den seht ihr gleich. Doch an dieser Stelle wollen wir jetzt die Random-Regel verbraten. Das machen wir auf die gleiche Art und Weise, wie wir das eben gemacht haben. Hard Reset durchführen, einmal rauslaufen, einmal reinlaufen, die gute, schnucklige, knackige Dame dreimal anlabern, aber nur am dritten Mal die Regeln vermischen. Dann haben wir 5 Minuten und nichts passiert, ist vorbei. Aber keine Ahnung, keine Panik. Es wird noch schlimmer. Und jetzt müsste... Jawohl, die Random-Regel ist jetzt out und unsere Gene sind vermischt worden. Misch, misch. So, eigentlich soll ich... Upsala, jetzt beinahe bald auch speichern, aber das machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier hin und ziehen uns ein bisschen das Schweigen rein, das Schweigen der Quistis. Ach ja, apropos Quistis, das mache ich gleich beim Menuing alles. Komplett tutti, ganz durch. Und hier sind die Leute, so gelb sind sie. Das Auto ist cool, mein Freund soll mir auch so einen kaufen. Klau ihn doch einfach. Oder besorge ihn dir für gewisse Dienste. Gefällt dir mein Wagen? Ich habe ihn neulich gekauft. Mal sehen, ich kann ihn auch entführen. Hier gibt es in der Nautilus einen Shop und einen Junkshop. Es gibt allerdings nicht allzu viel Neues. Junkshop, man kann in jedem Junkshop dasselbe machen. Also Waffen zusammenbauen. Und dieser Shop hat nicht viel anderes als den normalen Schmuck. Oh, nichts Besonderes. Also weiter im Text. Wir wollen weiter runter. Nämlich die Sidequesterei. Naja, was heißt Sidequesterei? Wir wollen ja erstmal gucken, dass wir die Regeln auch entsprechend verbiegen, oder dass wir profitieren können. Er ist aber spät dran. Unser Stammlokal ist pleite gegangen. Ich habe ihm ja gesagt, dass wir uns deswegen vor der Kneipe treffen wollen. Welches Stammlokal? Da, wo die Spinne durchgelaufen ist. Um sich ordentlich... Oder welche der Spinnen, besser gesagt. Hey, Barkeeper, einen harten bitte. Eine Milch. Willkommen, wir haben hier sämtliche Weinsorten, Bier... Hä? Kinder haben hier nichts zu suchen. Verdammt! Renoir, Quistis, ihr braucht mehr Make-up. Ich meine, ich bin tot. Squall ist sowas von tot. Ein Glas nach der Arbeit ist immer was Feines. Was laberst du denn da? Du bist doch hier seit heute früh schon. Wirklich? Oh, mein Leben ist wie Bernds absoluter... Toll bei diesen Zuschauern hier. Achso, das hatten wir schon mal. Okay, ich hätte gedacht, dass der andere vielleicht noch was anderes sagt. Na, ich habe gehört, dass hier viele reiche Leute leben, aber die reichen jungen Männer sind alle schon vergeben. Was mache ich nur? Vielleicht mal mit den reichen Alten probieren. Hier bin ich! Ist der nicht etwas zu jung? Naja, auch egal. Hey du, sag, wie sehe ich aus? Bist du wirklich eine Frau? Ach so, du stehst wohl nicht auf die Typen wie mich, richtig? Okay, ich hätte... Mein Gott, wie hat er bloß herausgefunden, dass ich ein Mann bin? Der muss sich ja auskennen. Sieht aus wie eine Frau und spricht wie ein Mann. Man weiß nicht, woran man ist. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Squall ist erfreut. Ich bin entsetzt hingegen. Sehen wir mal zu, dass wir Land gewinnen. So, dieser Speicherpunkt hier ist of the essence, wie man so schön sagt, im Deutschlichen. Und diesen sieht man allerdings lediglich nur dann, wenn man... Na, wir speichern jetzt hier unten schön. Wenn man die Wünschelrute angelegt hat. Ne? Ohne das Ding, nix, das da. Die Katwin werden wir noch nicht ansprechen, weil es sonst ein weiteres Element verhauen wird, welches wir später in Anspruch nehmen wollen. Weißt du das nicht? Woher soll ich das wissen? Klar weiß ich das. Keine Ahnung, was denn? Wie man sich Bärte züchtet. Dann werde ich es dir erklären. Der Typ da, er ist der Kneipenbesitzer. Wenn er wollen wir fragt, dann meint er ein Kartenspiel. Überlege gut, was du antwortest.
Oh ja, aber vorher lesen wir die Timbermaniacs TM. Niemand auf dem Billardtisch einfach liegen hat lassen. So. Wollen wir? Klar! Willst du es wirklich? Oh ja, ich will es unbedingt mit meiner ganzen, mit meinem ganzen Wesen. So. Jetzt seht ihr, Tauschregel ist noch Direct und ich hatte es eben erklärt. Und dann haben wir noch Element. Was Element ist, das werden wir uns gleich zu Gemüte führen, wenn wir denn anfangen. Ihr seht, es wurden so random Symbole verteilt. Das ist wirklich random. Und diese bezeugen, das ist ein Element. Wenn man eine Karte auf diese ein Feld legt, welche kein Element oder nicht das passende Element hat, dann werden von jedem ihrer Werte eine abgezogen. Das heißt jetzt beispielsweise bei Ifrit wäre es dann von statt 9 wäre es 8, statt 6 wäre es 5, statt 2 wäre es 1, statt 8 wäre es 7. Hat sie jedoch das Element, dann wird sie um 1 verstärkt. Ist natürlich eine sehr interessante Mistkacke, die ich sehr zu schätzen weiß. Jetzt muss ich auch mal gucken, dass wir hier nicht in die Schmarni-Schmarni hineinlaufen, wenn ich das Ding hier hinsetze. Weil da leider Gottes was, ja, im Argen liegt quasi. So, ich muss jetzt eigentlich nur gucken, dass mir nichts rumgedreht wird. Möchte ich da jetzt hier an dieser Stelle mal sagen. Und ich vielleicht möglichst... Ach so, 6. Ja, 6, natürlich, genau, 6. Ist natürlich die Frage, was wollen wir haben? Ist schade, ich hätte mir am liebsten den Turmberry geholt. Aber... Ja, das ist das... Obwohl, nee. Moment. Nach unten holt er sich den hier nicht wieder und zur Seite den da. Wenn ich nach da oben gehe, dann kann er sich beide gleichzeitig zurückholen. Ja, dann drehen wir die hier um. Dann kriegen wir wenigstens noch den Gaspard. Was? Ach so, das war, glaube ich, so eine Reihe, oder wie sich das nennt. Na, du bist nicht schlecht. Komm in mein Privatzimmer, folge mir einfach. Wenn der unten ein Mann war, dann ist der bestimmt eine Frau, dann lohnt sich das. Oh ja, das wird sich sowas verloren. Wir lassen die anderen einfach hier rumstehen. Ah, verdammt, die kommen ja doch mit. Dreck, verdammt, Mist. So, kommen wir nun zu Random Faktor Nummer 1. Und zwar, hier stehen drei, ich sag jetzt mal, Magazinstapel. Der hier am Ausgang ist der interessante, aber erstmal der hier. Da liegt ein stark verdrecktes Buch. Wir lesen es mal. Ich traf sie zum ersten Mal, als das Klima etwas wärmer wurde. Ich habe das erste Mal verloren. Der Sommer ist nun vergangen. Da hat mich schon wieder was besiegt. Warum schafft sie das? Die Blätter färben sich rot. Ich kann sie immer noch nicht schlagen. Wie oft muss ich noch verlieren? Als es zum ersten Mal geschneit hat, habe ich ihr einen Antrag gemacht, ohne einmal gewonnen zu haben. Ich habe es mir nie vorgestellt, dass ich auf einmal heiraten würde. Im Haus wird sie das Sagen haben. Okay, erinnere mich gerade an, wie hieß er noch? Meruem. Falls jemand Hunter x Hunter kennt. Fantastische Serie, also für einen Schon zumindest. Ich hörte, dass man aus Heckenschlangen einen grandiosen Wein herstellen kann. Als ich mit meinen Freunden einen fangen wollte, wurden wir fast getötet. Wir haben sie danach zubereitet. Es schmeckt besser, als wir dachten. Aber die Farbe des Getränkes ist etwas unappetitlich und die Jagd sehr müßig. So, hier können Items drin sein. Und zwar maximal 3 Stück pro Muttertag war vor einem Jahr. Wir kriegen eine Potion. Oh, hoho, wundervoll! Das war Okkult-Fan 2. Und das ist quasi random, was wir hier rauskriegen. Okay, nachdem der Okkult-Fan raus ist, gibt es, glaube ich, nichts mehr. Aber später dazu mehr. Deswegen, ich hätte jetzt nochmal aus dem Bildschirm rausgehen müssen und reingehen müssen, wenn das Okkult-Fan 2 nicht drin gewesen wäre, um es da irgendwann rauszukriegen. Du bist der Zweite, der als Gewinner herkommt. Der Erste war... Ach, lass mir's. Der Gewinner bekommt alles. Das war das höchste Gebot bei den Kartenspielern. Dem werde ich auch Folge leisten. Bitte nimm alle meine Karten, auch wenn sie etwas veraltet sind. Heulechsenkarte 5, Popomauskarte 4, Buellkarte 3, Heckenschlangenkarte 2, Kaktorkarte 1. Ach ja, sag dem Alten bitte nicht, dass du der Zweite bist. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass er traurig wird. Wir wollen aber, dass er noch viel trauriger... Sonderkarten bekommen? Ich hatte auch mal welche. Ich habe vor 5 Jahren verloren. Die Sonderkarten sind wahrscheinlich überall auf der Welt zerstreut. Das wünsche ich mir zumindest. Ich will nicht, dass ein Einzelner alle Sonderkarten besitzt. Das liegt in der Natur des Menschen. Okay, wir wollen ihn jetzt nochmal herausfordern. Hab gerade gedacht, ich hätte einfach nur so entsprechend drücken müssen und nicht den Spieleknopf drücken zum Anreden. Wir können nämlich eine ganz besondere Karte von ihm gewinnen, aber die ist jetzt gerade nicht hier dabei. Deswegen bis später. Da ist sie. Da ist sie, die gute Siren ist da. Yes. Das Problem ist gerade nur... Scheiße, scheiße, scheiße. Ich fürchte, ich kriege sie gerade mit diesem Setup nicht so wirklich. Ich meine, ich würde... Moment, ich muss gerade mal was gucken, ob das geht. Moment. Also, ich müsste... Die einzigen zwei Karten, die da funktionieren würden, wären Xell.
Also zumindest von der Seite. Ich habe nämlich nach links nirgendwo ein A. Xell würde sie umdrehen können. Das Problematische wäre, dass Adamantaimai. Ja, genau. Oder Moment, ich nehme sie. Nein, das Problem ist eben das Wasserfeld da. Das macht mir jetzt gerade nämlich alles zunichte. Deswegen gucke ich mal, wo er jetzt... Ah, oh! Ja, das ist an und für sich gar nicht mehr verkehrt, dass er die Karte jetzt da hingelegt hat. Das Problem ist nur, sobald er jetzt unterhalb von ihr was hinlegt, war es das quasi. Egal, da muss ich jetzt erstmal hier gute Miene zum bösen Spiel machen, mehr oder weniger. Ja komm, lege ich erstmal dich dahin. Ach ja, stimmt, minus 1, ganz toll. Oh, das ist gut, das ist gut, er ist dämlich wie ein Idiot, sehr schön. Genauso wollen wir es haben. Leider kann ich Adamantaimai mit ihr nicht umdrehen, das muss ich gerade überlegen. 9, 8 reicht aus, 5 ist egal und von unten hat er keine 9, sehr schön. Ah! Obwohl, ist okay. Ja, es ist okay, so, sehr gut, da kriege ich auch noch die hier. Zum Glück ist die KI für den Arsch manchmal in diesem Spiel. Und dann kriegen wir alles und er kriegt gar nichts, sehr schön. Damit haben wir das erstmal hier. So, jetzt komme ich mal zu dem zurück, weswegen ich ganz froh gewesen bin, diesen Weg antreten zu können. Und zwar hat das eine ganze Menge Ability Points gegeben. Ich habe versucht, alles mögliche in Karten umzuwandeln und nicht viele Erfahrungspunkte zu kriegen. Hat nicht ganz funktioniert, aber egal. Nämlich die GFs haben Folgendes gemacht. Und zwar der gute Diabolos. Er hat Zeitwander gelernt und ich habe ihn mittlerweile auf Rauben umgestellt. Das ist ziemlich teuer. Ich habe überlegt, Gegner 50% ist für eine spätere Sache sehr, sehr gut und das, was man danach bekommen kann, ebenso. Aber das hat noch eine Weile Zeit und Rauben ist sehr gut, um Items oder besonders später teure Items aus Gegnern rauszuklauen, gleichzeitig Schaden zu machen und das wird unsere Vorräte an Zaubern sicherlich auch zugutekommen. Das nächste ist die gute Siren. Sie hat Itemwandler, Zustandswandler, Lebenswandler alles gelernt. Jetzt lernt sie Magie plus 20%, um die Magie zu stärken. Der gute Denzel Wenzel ist immer noch an Stärke 40% rum. Also Ifrit, Shiva immer noch an L-Angriff K. Und der Sumuskottel ist mittlerweile mit HP-Kopplung durch. Das bedeutet, ich kann jetzt Zauber an HP koppeln. Den Grund dazu zeige ich euch gleich. Und Zauberwandler M lernen wir jetzt mit ihm, um... Ja, Mini-Zauber in mittelprächtige Zauber umzuwandeln. Beispielsweise Feuer in Feuer, also den mittleren Zauber. Ist sicherlich nicht ganz verkehrt. So, gekoppelt haben wir jetzt bei Quistis nämlich Vigra an Hitpoints. Und jetzt ist es deutlich einfacher, einen Charakter im kritischen Lebenspunktezustand zu behalten, um Limits zu triggern. Aber dass er nicht gleichzeitig umkippt, weil er immer noch ein paar Lebenspunkte übrig haben könnte. So, und ein weiterer Punkt ist... Quistis lernt, Moment, wir ordnen das Ganze jetzt mal, Limits durch Items. Ne? Hier sieht man's. Hier Quistis ist die Rezipientin. Hypervibrator hierdurch. Elektra, ja, ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal verbraten. Das, was wir haben. Ja, ist ein bisschen schade, dass der Wasserkristall jetzt weg ist. Verdauungssaft, Gatlingern. Mundgeruch ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Bombersplitter auch noch? Nee, das war's jetzt erstmal, was wir hatten. Ich hätte noch eine, wie hieß es noch gleich, ein Morbulf... Nee, Quatsch, den hatten wir ja noch. Ah ja, genau, einen Drachenzahn übrig behalten können, womit ich eines der 20 Flares rausgeholt habe. Dann würde sie auch noch Feuerhauch lernen, der relativ stark ist, aber was soll's, das kriegen wir später. Mir waren das andere entsprechend lieber. So, das zu sie oder zu ihr. Der Desionator, das Ding hieß, ich gucke jetzt gerade nochmal kurz in die Abilities. Ah, Quatsch, ist das Status, da vorne ist es. In ihren Status rein. Desionator, oder wie das Ding hieß... Genau. Ist eigentlich sehr schön, weil der Gegner wird ausgelöscht, also Instant Death. Und wir kriegen, glaube ich, dafür keine Erfahrungspunkte. Das wird mir auch noch ein kleines bisschen helfen. So. Aber, wie ihr vielleicht gesehen habt, die Elementregel ist für den Arsch. Und die wollen wir auch noch loswerden. Und deswegen machen wir das Gleiche nochmal. Wir gehen den ganzen Weg zurück zu Timber. Und holen uns die Regeln wieder zurück. Und wenn das passiert ist und ich wieder hier angekommen bin, dann sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Und ich bin wieder da und kriege bezahlt. Kohle in den Hintern gestopft fürs Rumtödeln. So, wozu machen wir das jetzt? Ganz einfach, um eine weitere hässliche Regel loszuwerden. Und damit das hier funktioniert, muss die Card Queen hier sein. Er muss uns in sein Zimmer lassen, wo er ein schönes Kartenskelett hinten hingesteckt hat. Und wir müssen zweimal, exakt zweimal, dieses Ding hier, also diesen Stapel von Magazinen, begutachten und dann ihn herausfordern. Misch. Und wir wollen mischen.
Und jetzt ist die Elementregel weg. Wundervoll. Ausgezeichnet. Gut, also wir müssen uns um eine Sache... Nein, ich will den Sparren nicht lesen. Verdammt nochmal. Weiß, dass du aus Heckenschlangen leckeres Zeug machst. Aber leider Gottes muss ich noch Auto fahren. Okay. Ach, verdammt, falscher Knopf. Ich wollte nur mal was gucken wegen der Regeln. Genau. Open und direkt. Wundervoll. Ausgezeichnet. So, aber jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Ein kleines bisschen noch. Werde wahrscheinlich das hier alles nicht komplett fertig kriegen, aber es hat noch einen anderen Grund, weswegen die Card Queen hier ist. Ich bin die Card Queen. Ich reise um die Welt, überwache die Kartenregeln. Was wollen Sie von mir wissen? Ja, solange sie hier in Dollet ist, kann man sie nämlich über den Vater ausfragen. Mein Vater ist ein Zeichner in dieser Stadt. Er zeichnet heute noch Sonderkarten. Die Mogelkit-Karte habe ich meinem Sohn gegeben. Daraus hat mein Vater die Kiros-Karte gemacht. Sie müsste irgendwo in Deling City sein. Und das ist zum Kotzen. Man muss nämlich eigentlich... Nee, man muss es nicht hundertprozentig wissen. Aber ich glaube, sie sagt ab jetzt auch, was sie für eine Karte haben möchte, damit ihr Vater eine neue Karte macht, die viel, viel awesomer ist als das, was wir verlieren müssen. Aber... Wenn ich eine Secreto-Karte hätte, könnte mein Vater daraus eine neue Sonderkarte machen. Ich weiß nicht, warum er das als Grundlage braucht. Ich meine, es ist nicht so, gehst du die Treppe runter, brav. Es ist jetzt nicht so, dass er dir es übermalt und da irgendwie dem Secreto dann einen Clownmund verpasst und dann kommt da was Neues raus. Nein, das Problem ist, diese Karte wird jetzt irgendwo auf dieser Welt freigeschaltet. Das heißt irgendwo. Es ist standardmäßig, aber ich wüsste jetzt gerade tatsächlich nicht wirklich, wo man es freischalten kann, ich glaube. Na du! Hä? Ich muss mal hier rein. Es gibt hier... Was? Ein weißer Knochen? Was ist das für ein Gekritzel? Hä? Warum schmierst du mein Bild immer dann voll, wenn es fast fertig ist? Schluss aus, Veneto! Ich brauche Abwechslung. Ich gehe zum Strand, zu den heißen Weibern. Oder ist ja auch eine? Obwohl, das nächste Mal werde ich dich am Hals kitzeln, verstanden? Warte, du Du brauchst wohl einen Grund, gefürcht zu werden, hä? Du mieser Kleiner! Oh, wie er durch sie durchgegangen ist. So, es gibt die sogenannte Bone Quest. Ein weißer Knochen, dieses Motiv kenne ich. Warum? Warum weißt du, warum kennst du den weißen Knochen? Ist das ein tolles... Ist das die Mona Lisa von Final Fantasy 8? Wundern wird's mich nicht. Es gibt mit diesen Knochen die sogenannte Bone Quest. Das Problem ist, ich würde zu einem späteren Zeitpunkt wesentlich bessere Goodies da rauskriegen, als ich jetzt rauskriegen kann. Auch wenn die mich eigentlich nicht interessieren. Was ist denn da? Pachinka-Automat im Hintergrund? Na, egal. Jedenfalls, oh, das ist ein riesen Tablet, woher... Ja, ist mir egal. Ich werde allerdings trotzdem das zu einem späteren Zeitpunkt machen. Willst du Karten spielen? Oh yeah! Und jetzt sind wir mal gespannt. Das ist der eigentliche Grund, weswegen ich halt mit hierher gekommen bin. Dass ich im jetzigen Zeitpunkt endlich, quasi meine Mogrikit-Karte wieder zurückgewinnen kann, die ich ja einmal verspielen musste, damit sie hier hinreist. Und gleichzeitig, ich mache das gleich kurz Schluss, weil die Karte nicht dabei ist, die ich jetzt haben will, also die Mogrikit-Karte. Und ich, ja, zukünftig auch Karten verlieren kann und direkt weiß, was ich denn dafür kriege und quasi, wo ich es dann holen muss. Bis klar, da ist sie, direkt im zweiten netten Versuch. Das Problem ist nur, dass mein Gegner ein bisschen länger braucht, um zu überlegen, welche Karte er irgendwo hinsetzen möchte. Oh, das ist gerade aber ein bisschen scheiße gelaufen, möchte ich mal sagen. Das Ding kann man ja von quasi jeder Seite wieder zurückholen. Deswegen müssen wir uns erstmal ein wenig anders behelfen. Und wir müssen sie natürlich umdrehen, weil ansonsten... Was das? Dann geht das nicht mehr. Oh, ja, es ist ganz toll, dass die KI simuliert, dass sie überlegt. Aber es ist langweilig, es macht keinen Spaß. Leg deine tolle Karte dahin, danke. Ja, das lohnt sich jetzt so nicht wirklich. Meine kann ich umdrehen, das bringt mir allerdings nicht auch nicht wirklich irgendwas in diesem Sinne. Ja, die kann ja sofort wieder rumdrehen. Gut, Moment, wenn ich die da hinlege, dann kann er sie umdrehen. Das ist schlecht, das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Meine Pudding-Karte ist mir jetzt gerade erstmal egal. Dann legen wir die, deswegen mag ich diese Siren-Karte auch sehr. Dass wir quasi, jetzt muss ich gerade mal überlegen, hat 5... 7, legen wir die mal dahin. Siren Karte, weil ich die oben ganz gut hinlegen kann. So, jetzt hat er quasi richtig verloren. Haha, so.
Ich muss ja gucken, dass ich sie umdrehe wegen der Direct-Tauschregel. Ich hätte gerne noch den Tyranno gehabt, aber... Man kann nicht alles haben in dieser Welt. So, das wär's dann erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vor allem fürs Kommentieren. Ja, du, ich weiß, du stehst auf den weißen Knochen. Dann sehen wir uns in der... Hier war doch mal ein Hund. Wo ist der geblieben? Ja, das hat mit der Quest zu tun. Aber mir ist der Hund jetzt erstmal egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann treffen wir uns beim Wald, wo wir... Oder an der Bahnstation, wo wir rausgeworfen sind. So, und diejenigen, die jetzt noch da sind, die möchte ich nochmal ganz herzlich beglückwünschen, weil ich jetzt quasi nochmal ein bisschen was lesen möchte. Nämlich, ich hatte ja erwähnt... Hatte ich das erwähnt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Es gibt im Tutorial-Menü, gibt es... Quasi, wo war das denn jetzt gerade noch gleich? Nach der, war das unter Hilfe? Weil bin mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, unter Infos, genau. Kann man sich gewisse Sachen durchlesen, zu Orten und so weiter. Also ganz tolle Sache. Beispielsweise ein bisschen Hintergrundinformationen, die man sonst nicht bekommen würde. Galbadia regiert vom Präsidenten Vincer Deling. Eine Militärmacht, die eine konsequente Anti-Ester-Politik führt. Was ist das denn, Anti-Ester? Hä? Ist das Schweins? Mochten die Samstagnacht nicht. Dringt gerne mit militärischer Gewalt in benachbarte Nationen ein und ist deswegen gefürchtet. Oh, Wochenende, Zeit, wo irgendwo einzufallen. In der heutigen Zeit verläuft die gesamte Kommunikation über HD-Kabel. Funkverkehr gibt es nicht mehr. Einzig diese TV-Station ist heute noch in der Lage, Funkwellen zu senden. Ganz toll. Timber liegt südlich vom Fürstentum Dollet in der Forest Zone. War früher eine Nation, wurde vor 18 Jahren von Gambadi annektiert und ist heute Provinz. Bedingt durch diesen historischen Hintergrund sind viele Widerstandsgruppen heute noch aktiv. Dollet, eine alte Stadt im Osten von Gambadia, ehemalig Dollet. Okay. Liegt direkt, liegt direkt am Luptan-Strand, einst bekannt als das heilige Dolletsche Reich, deutsche Nation. Doch nichts deutet heute mehr darauf hin. Feuergrotte, eine Grotte in der Nähe des Balamp Gardens, bewohnt von Monstern und der Feuergäf. Bewohnte Balamp. Die Nation auf dem kleinsten Kontinent der Welt. Es ist eine Insel, da wohnen die Iren und die sind nicht viele. Das Klima, deswegen sind das auch alles Inzestbuben. Das Klima ist mild, die Landschaft atmosphärisch. Der Balamp Garten sorgt für ein belebtes Leben, weil sonst eigentlich nicht viel da ist. So, das war das. Begriffe. Drawpunkt. Auf dem Feld und in der Welt existieren sogenannte Drawpunkte. Wenn man sie untersucht, kann man daraus Zauber gewinnen. Die Drawpunkte auf der Weltkarte sind stets unsichtbar. Wer sucht, der findet. Garden. Der Balamp Garden wurde vor 12 Jahren gegründet. Später entstanden die Galbadia und Trabia Garden. Jeder Garden wird von einem sogenannten Master geführt. Gefolgt vom Direktor. In Balamp Sith Direktor. Ich meine umgekehrt. Der sich um die Erziehung kümmert. Na, was ist denn so ein Master? Seeds. Der Master ist kein Seed, aber wir werden bestimmt nie etwas vom Master hören. Oder von den Mastern. Dem Garden angehörende Spezialeinheit, deren Mitglieder durch strenge Prüfungen, Teilnahme ab 15 Jahren möglich, Kinder töten, ausgesucht werden. Die Seeds werden je nach Level mit Sold versorgt, doch innerhalb des Gardens müssen sie Pflicht eines Schülers nachgehen. Vorbildliche Haltung wird abverlangt. Die Seeds handeln im Auftrag nationaler und privater Gruppierungen, manchmal sogar von Privatpersonen. Die Missionen umfassen Kampfhandlungen, Schutz von VIPs und Geheimaufträge, wobei der Truppenumfang minimal gehalten wird. Die Einkünfte aus solchen Aufträgen bilden die Haupteinnahmequelle der Garden. Die Hauptwaffe, also quasi Menschenhandel. Die Hauptwaffe der Seeds sind hochentwickelte künstliche Zauberkräfte. Im Balamp Garden ist man dazu übergegangen, GF zu koppeln, um die Wirkung der Zauber um ein Vielfaches zu verstärken. Diese Methode wird in anderen Armeen gemieden. Ja, warum denn? Außerdem, wir wären nicht in der Lage, irgendwelche Zauber zu verwenden, würden wir keine GF koppeln, weil wir dann den Befehl des Zauberns nicht koppeln könnten. Also, wie machen die anderen das? Hä? Das würde ich gerne mal wissen. Je nach Leistung wird jedem Seed ein Rang zugeordnet. Je höher der Level, desto höher der Sold. Anhand schriftlicher Klausuren werden Gardenschüler und Seeds einer strengen Prüfung unterzogen. Ein Seed kann sein Wissen anhand von Tutorial-Tests auf die Probe stellen. Die Tests bestehen aus je 10 Aufgaben und können den Prüfungskandidaten bis Level 30 befördern. Der Level von Squall bildet jedoch stets die obere Levelgrenze. Funkstörungen 1. Nach der Ruhe von Ester, vor 17 Jahren eingetretenes Phänomen, wodurch der Funkverkehr auf dem Planeten zum Erliegen kam. Die Störwellen machten den Einsatz von Funkwellen unmöglich. Fast alle Funkeinrichtungen wurden seit dieser Zeit geschlossen oder demontiert. Alle Ursachen, als Ursachen kommen Aktivitäten des Mondes in Betracht. Ester, der Mond, völliger Mumpitz. Das wird bestimmt nie wieder ein... Oh, scheiße, es geht weiter. Nie wieder irgendeine Bewandtnis haben.
Funkstörungen 2. Die Länder auf der ganzen Welt sind mittlerweile dazu übergegangen, die Kommunikation nicht mehr per Funk zu tätigen. Stattdessen dienen dicke HD-Kabel als Übermittler. Ein Nachteil ist jedoch, dass diese Kabel durch Kämpfe und Monsteraktivitäten beschädigt oder zerstört werden, was oft zu Desinformation führt. Warum steht man die Dinger nicht richtig unter Strom? Upsi, gebratenes Monster, lecker! Monster. Wesen, die auf dem Mond geboren werden. In regelmäßigen Abständen fallen sie auf den Planeten und bedrohen die Bevölkerung auf den Kontinenten. Durch die Träne des Mondes werden ganze Horden von Monstern auf die Planetenoberfläche gedrückt. Man nimmt an, dass die heutigen Monster aus der Sentra-Ära stammen. Ja, das ist mal... Da sollten die mal was erfinden. Irgendwie ein Antimond. Hexe. Eine Legende besagt, dass der Schöpfer Hain oder... Heino? Die Menschen erschaffen hat. Die Menschen, denen Hain oder Hühne seine eigenen Kräfte verliehen hatte, wurden zu Hexen. Es ist ungewiss, wie viele Hexen heute auf der Welt leben. Es gibt nur wenige Menschen, die von sich aus behaupten, Hexen zu sein, weil sie Repressalien befürchten. Die Kräfte einer Hexe. Hex, Hex, Kartoffelbrei! Die Kräfte einer Hexe wurden seit Urzeiten von Menschen überliefert, die als Behälter für diese Fähigkeit dienten. Mit der Zeit wurden die Kräfte von Generation zu Generation weiter vererbt. Moment, wir haben noch mehr? Die Timbermaniacs, eine Zeitschrift, die aus den Zuschriften der Leserschaft entstanden ist, galt als die Lieblingslektüre vieler angehender Journalisten. Unter galbadianischer Herrschaft wurde sie eine Zeit lang verboten. Ja, Personen, haben wir noch quasi gar nichts. Kampfreport, ja, das ist das, was wir mal von Zit bekommen haben, wo ich sagte, Achtung, kann man gut leicht irgendwann vergessen, ich meine verpassen. Ja, auf diese Art und Weise bekommt man Hintergrundinformationen, die sonst völlig über einen herbrechen würden. So, und ich denke, ich werde sie nach und nach aktuell halten, also als Bonus, quasi nachdem die eigentliche Folge vorbei ist. Und jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen, das auch zu tun. Und deswegen bis zum nächsten Mal, euer liebes Bernd. Ciao.